Der liebe Gott sagt zum Petrus, mir kommen allzu schlimme Dinge zu Ohren, was da auf der Erde alles läuft. Ich glaube, lieber Petrus, wir müssen wieder einmal eine Runde fliehen. Der Hans rauf auf die Wolke 7, fliegen über die Erde, fliegen vorbei an den chinesischen Reisfeldern. Da stehen die Chinesen in gebückter Haltung bis zu die Knie im Wasser. Bei der Reisernte schwitzen wir die Löwen. Der liebe Gott schaut auf und sagt, Petrus, was ist da passiert? Sagt Herr Chef, Sie haben gesagt, macht euch die Erde untertan im Schweiße eures Angesichts. Ja, das weiß ich. Aber so habe ich es nicht gemeint. Wir fliegen weiter, kommen drüber über Stuttgart-Sindelfingen. Riesengroße Automobilwerkstätten. Da unten sausen die Tonnenpressen, aber die Leute haben solche Kopfschützer auf. Buff, Akkordarbeit. Fürchterlich schwitzen wir die Löwen. Der liebe Gott Jakobi sagt, der Petrus, was ist da passiert? Sagt Herr Chef, Sie haben gesagt, macht euch die Erde untertan im Schweiße eures Angesichts. Ja, weiß ich. Aber so habe ich es nicht gemeint. Fliegen weiter, kommen über Österreich, fliegen über Stift Melk. Da sitzen alle 72 Äbte. Wunderbares Buffet von Do & Co. Herrlich sortiert. Der Tisch biegt sich, die Weine geordnet. Französische Güteklasse bis Betrüss. Wunderbar. Lauter fesche Madeln am Tisch. Der liebe Gott schaut, sagt, Petrus, und was ist da unten passiert? Sagt Herr Chef, die werden wissen, dass Sie es nicht so gemeint haben. Thank you.